Hallo und herzlich willkommen zu Underground. Hallöchen. Heute gucken wir uns mal was an. Da war ich mir gar nicht so sicher, ist das jetzt noch Underground oder ist das schon Retroplay? Weil es ist auf jeden Fall also ein ganz neues Spiel, jetzt gerade erschienen. Ja. Und es ist aber gleichzeitig sehr klassisch, Pixel-Look. Ja. Und hätte auch Ende der 80er, Anfang der 90er auf einer Konsole erschienen sein können oder sowas in der Richtung. Ja. Also es schmeckt so ein bisschen Retro. Es schmeckt ein bisschen Retro, natürlich mit ein paar modernen Elementen. Die Rede ist von Infernax, ein Action-RPG im Pixel-Stil. Mhm. Hagen hat einen Spickzettel. Wer ist der Entwickler? Berserk Studio. Genau. Das Ding, es ist von der Publisher The Arcade Crew. Hagen kann meine Schrift so schwer lesen. Mein Arm ist so kurz. Genau, es gibt es bei Steam und bei, also es gibt es auch für die, also Steam natürlich Windows-PC, dann haben wir was, PS4 gibt es glaube ich auch irgendwie so. Genau, es gibt es für diverse Konsolen, Link dazu in der Videobeschreibung. Jawohl. Und kostet 19,99, ganz am Anfang gab es das, die ersten paar Tage reduziert für 18 Euro und ansonsten der nächste Steam-Sale kommt bestimmt, aber schauen wir, gucken, wir schauen uns jetzt erstmal an. Jawohl. So, dann starten wir mal. Und hier kommt gleich die Werbung. Hier kommt die Werbung. Die Werbung, not suitable for kids. Früher war sowas ja Werbung. Ja. Das, was auf dem Index stand, war direkt die Einkaufsliste. Ja. The game contains mature themes that may not be suitable for everyone. Ranging from saucy violence, nackte Vampire und sowas in der Richtung. Ja. So. Berserk Studio. Press anything to start. Du betonst es auch so geil. Wie heißt es? Infernax. Infernax. Ich sag so Infernax. Naja, es heißt ja Infernal. Ja, ja. Aber oder ich habe das AX hinten sozusagen. Ich habe Infern und dann AX hinten dran. Oder Infirmary. Infirmary? Ja. Das ist so ein Leichenschauhaus. Friedhof, irgend sowas, ja. Ah, okay. Ja. St. James Infirmary Blues zum Beispiel, sehr schöner Blues. Deswegen Infernax würde ich das jetzt aussprechen. So. Okay, so, press mal den Any Key. So, wir können einen neuen Spielstand anlegen. Ja. Library, weiß gar nicht, was das ist. Options. Guck mal, Language. Français, Englisch. Chinese, was drückst du denn? Guck da. Deutsch. Ah. Das nehmen wir. Okay. Auflösung Fullscreen. Ja. Ja, Monitor 1. Ja. Einer langt. Ja. Zurück ist der. Audio. Ja, fast soweit. Oh, Steuerung. Brauche ich. Wir brauchen keine Steuerung. Wir sind steuerlos. Genau. Ja, wir haben hier wieder Unterstützung vom Live-Chat und der Nighthawk schreibt gerade, Infernax ist das Abenteuer eines großen Ritters, der in seine Heimat zurückkehrt, nur um festzustellen, dass sie von unheiliger Magie heimgesucht wird. Enthülle die Rätsel dieses Fluches und stell dich den Folgen deiner Taten. Stelle dich den Folgen deiner Taten? Seit wann das denn? Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein neues Spiel. Ja. Und... So, wir haben das vorher abgecheckert, weil der Dennis hat gefragt, Unhagen, wirst du dann spielen? Oder? Und da ich ja, also ich bin ja der Controller-Held. Also ein Controller und der Hagen, das ist ja eins. Verschmolzte Gedanken und so. Deswegen haben wir festgestellt, dass ich zwar mal einen Run machen möchte, so ein bisschen, aber dass der Dennis den Hauptteil spielen wird. Und deswegen haben wir gesagt, der Name wird dann, da darf der Dennis. Genau, ich habe so die ersten 5 Minuten schon mal angespielt. Das heißt, hat er schon durch. Das heißt, deswegen darf der Hagen anfangen. Okay. Und wir können jetzt auswählen, ob wir den klassischen Modus spielen wollen. Also so, wie es vorgesehen ist vom Schwierigkeitsgrad. Na, dann nehmen wir den. Oder den einfachen Modus. Im Englischen ist das der Casual-Modus. Wenn man einmal im einfachen Modus ist, kommt man aber nicht mehr zurück. Ja, ja, nehme ich. So, A. Wir spielen so, wie der Entwickler es von... Alter. Der junge Herzog Harrigan kehrt, der brutalen Kreuzzüge überdrüssig, endlich nach Hause zurück. Doch Harrigan war nicht bewusst, dass im Jahr zuvor etwas aus dem Heiligen Land in seine Heimat gekommen war.
ein mysteriöses Buch, geschrieben von einem Verrückten, dessen Schriften große Macht innewohnen soll. Dies ist der Beginn von Hurricanes Abenteuer. Die Frisur ist auch schon... Ja, wollte schon sagen, kommt ja, sagt das einer. Oh. Küste von Popel. So, 4 gesund und 4 Mana. Bin ich das da? Ja. So, du legst einfach mit dem linken Stick links, rechts. Okay, und der macht gar nichts und der macht Jump? Geht einfach, du kriegst das gleich alles erklärt. So, stopp. X ist angreifen. Also X, das da? Ja, da wo X draufsteht, Hack. Ja, ist... Kann ich auch. Ah ja, ich kann auch. Das ist, kommt erst später, Hagen. Du nimmst schon alles vorweg. Ja, entschuldige mal, ich mit der Kombination von. Was ist das da? Fledermäuse an einem Kreuz. Oh. Hau drauf, Hagen. Wupp. So, jetzt kannst du Münzen aufsammeln und das Blut spritzt. Aber ich muss Einzel drücken, okay. Mhm. Ja. Hallo an Amigo 30.000 zum ersten Mal dabei. So, gehen wir zu dem nächsten Schild. Springen mit A. Tipp, mit runter kannst du dich ducken. Das wirst du gleich brauchen. Genau. Guter Tipp. Schnell runter. Weil wenn die erstmal da sind, dann... Ah, die gehen dann nicht wieder weg. Dann campen sie da. Sagt Agrohaken. Gesperrt. Also. So sagt er, denn ist das auch immer mit mir, zu mir, mit dem Blick. Also eigentlich, also im Englischen sagt er locked, es hätte abgeschlossen sein sollen. Ach guck, und oben hast du eine Minimap, ne? Ja, da siehst du, wo wir gerade sind. Genau, wir haben Logically sagt Mega Man-like Musik. Hallo Turbo Turtle. Auch so schön explodieren. Hm. Das meinte ich mit Cam. Ja, aber ich also. Hast du noch 2 Gesundheit? Nein, nee, 2 gesund. Du schießt doch bestimmt. So, jetzt kommt. Ist, man muss nämlich. Entscheidungen treffen. Er sagt, tötet mich! So, wollen wir ihn töten oder ihm helfen? Was muss ich dafür tun? Links oder rechts? Also ich wäre ja für helfen. Hagen, ich hätte, habe gesagt, ich wäre für helfen. Ach so, du schöne Spieler! Entschuldigung. Möge mir Gnade zuteil werden, wenn meine Zeit gekommen ist. Stimmt, du bist ja der. Ja. Du musst das deutlicher machen, Dennis. Das war jetzt schlecht, weil das hat uns jemand dabei gesehen, wie wir jemanden getötet haben. Wir starten das nochmal von vorne. Ich hatte Spaß. Ja. Du musst das deutlicher machen, was mein Wille ist, Dennis. Dein Wille ist das, was ich sage. Weiter. So, jetzt bist du ja eingegroovt. Guck mal, ist immer, so immer noch alles blutig. Ist das lustig. Logically sagt, Dennis hilft lieber, wie bei den Eingeborenen. Genau. Greifen sagt, sieht schon mal sehr cool aus. Der Soundtrack gefällt mir schon mal. Nighthawk hat gesagt, ich soll das Gegenteil von dem sagen, was Hagen machen soll. Ey, wenn da steht, der sagt, töte mich. Ich bin ja ein netter Bursche, ich mache genau das, was er mir sagt. Es ist doch nur kurz der Morgenstern ausgerutscht hier, sagt DMC. Genau, ich habe nur kurz das Gesicht verbessert. Oh, ich habe da sogar ein paar mehr. Es gibt nämlich in dem Spiel, man muss Entscheidungen treffen und dann baut man sich einen Ruf auf. Oh, ich habe sogar mehr Münzen und mehr Erfahrung jetzt gekriegt. Ja, dann. Weiter, weiter. Zu langsam. Wenn man da an der Stelle schnell genug ist, dann kann man den nämlich darüber springen, bevor der angekommen ist. Aber ich habe keinen Schaden gekriegt. Das ist schon mal was.
Das ist schon mal gut. Tötet mich. Töte mich. Siehst du, der hat mich aufgefordert. Jetzt soll ich einfach nur atmen. Sollst, ja? Genau. Nein! Bitte! Das tut weh! Ich schau unten drunter beklopfen. Achtung, er fließt. Hat der Hagen schon genug? Wir machen den klassischen Neustart. Also ich hatte eben, ich habe jetzt nicht mehr geguckt, aber 90 XP und die musst du auf jeden Fall jetzt kriegen. Also, ja, da krieg ich hin. Ja, du musst die, also für schnell platt machen, kriegt man mehr XP. Ah, okay. Also musst du sozusagen immer hinrennen, sie nicht kommen lassen. Deswegen ist Xanotark, das sagt es richtig, deswegen wollte er, dass er Helden drückt, weil ich wollte, dass wir diesen Bossfight uns nicht entgehen lassen jetzt. Sehr gut, warte, jetzt, wenn du jetzt direkt hüpfst, jetzt nämlich hin, dann siehst du, das gibt nichts und jetzt... Hm. Nee, kriegst keine. Vielleicht nur. Irgendwie mal so, glaube ich. Aber das sind zwei Münzen. Ich hatte ja eben 10 gekriegt. Da. So, jetzt will ich sehen. Der rennt aber bei dir auch in die andere Richtung. So, das ist 105 XP, also von den Erfahrungspunkten zumindest ähnlich. Tötet mich. Nein. Jetzt will ich sehen, Dennis. Sieht ein bisschen ungut aus. Ja. Der Chat hat übrigens nur erwähnt, dass die... Oh, du kannst nicht durchlaufen, oder? Ich glaube, du musst die angeschwollenen Eingeweide... Du hast noch einen. Ah, Mist. Passt. Okay, das schaffen wir aber. Logically sagt, ich finde den klassischen Mega Man Capcom Sound ganz okay. Karlchen, ja genau, so geht das. Machen wir nur noch optimiertes Geklicke, der Dennis. Guck mal, jetzt kriegst du auch Münzen, die Hölle. Sau gut. Ja, jetzt hab ich viel effektiver. 13 Münzen. Mach das nochmal. Keine Ahnung, was, wie, warum, wann. 18 Münzen. Weniger XP, mehr Münzen. 105 XP. So viel wie eben. Nur mehr Münzen. Talks sagt, finde die Grafik hat was. Einerseits Pixel, andererseits nicht zu pixelig. Ja, es ist Retro-Style, aber noch nicht Retro. Also es ist schon... Das kann man ganz gut angucken. Und der Dennis sorgt dafür, dass er jetzt auf jeden Fall nicht stirbt. Nicht reinlaufen. Sehr gut, den Hintern, weiter! Ah. So schön rosa. Abhauen. Ah, durchlaufen, durchlaufen. Ich hab ihn. Mit einem Gesundheit left. Also der. Ja. Die Brocken. Ja. 750 Erfahrungspunkte. Und das Mädchen hat uns trotzdem gesehen, rennt weg. Ja, aber es hat jetzt gesehen, wie wir das Monster besiegt haben. Mhm. So, wir speichern ab.
Da ist nämlich ein Speichertempel. Ah ja. Spiel speichern. Was ist ein Aufwert? Das machen wir gleich. Okay. Die Gebete stillen den Schmerz der Schlacht. Mhm. So. Aufwerten. Mhm. Wir können jetzt Macht, Gesundheit oder Mana. Ich hätte gesagt, mehr Macht. Na gut. Machen wir schneller Aua. Macht 2. Macht 2 ist auch genau. Wir fliegen jetzt Macht 2. Genau. Turbotan sagt, Münzen sind immer gut. Als Kind hat man diese immer aus Gebüschen und aus Gullis rausgewurschtelt. Da ist das Spiel jedoch ein Kinderspiel. Nighthawk sagt, mehr Macht macht nichts. Karlchen sagt, möge die Macht mit euch sein. So, jetzt muss ich hier B drücken. Genau, dann komme ich wieder raus. Und dann weiter geht's. Aber die Macht wird nicht angezeigt. Okay, da ist ein Auge. Wow, nice. Das ist der Mütze, das ist der Mütze. Und bei den Augen ist es, wenn die uns sehen, dann fliegen die auf uns zu. Ah, sehr gut. Genau, guck, dass sie nicht da runterfallen. Ja. Okay, kannst du runtergucken, guck dich mal? Nee, aber es geht da. Grafschaft. Ich hab's auch hergemacht. Da hast du. Okay. Oh, ein so. Geist. Nice. Also gut finde ich meine, das muss man ganz deutlich sagen, bei dieser Art von Spiel zu storylastig ist irgendwie doof. Das finde ich hier jetzt überhaupt nicht. Geht's da weiter? Nee. Ja, da hat jemand ein Auge auf uns geworfen. Ja, es geht da. Da links geht's noch weiter. Unten geht's auch. Oder geht's erst die Viecher? Erstmal hier. Eine Münze. Dennis. Das Auge. Das reißt noch richtig. Nice. Ist es ein Rundlauf oder ist das einfach ein... Noch hast du keinen Schaden gekriegt? Oder sind wir da eben von oben gekommen? Nee. Nee, ich glaube, du kannst hier hoch oder nach links. Ich erkenne jetzt langsam an der Minimap, was wir eigentlich tun müssen. Gut. Oh, oh. Herzog Hurricane, bitte steht uns in der Schlacht bei. Bist du so ein Netter, gell? Dennis, wie blockt man denn? Macht er das automatisch? Ja. Willkommen zu Hause, Sir. Bist du nicht Sire oder so? Mhm. Öffne das Tor für Herzog Hurricane. Da liegt ein Schwert. Bin ich hin. Mit schon rein. Ich würde nochmal raus rummachen. Andererseits hast du nur da. Das kann man speichern. Ja. Und man wird auch aufgeheilt. Viel speichert. Die Gebete stillen den Schmerz der Schlacht. Karlchen fragt, ob Hurricane der Opa vom Terrakin ist. Nein, Hurricane war der zwischenzeitliche Name, der Arbeitstitel von Terrakin. So ist das nämlich. So, können wir noch was aufwerten? Nee, wir haben nicht genügend XP. Gesperrt. Ich rate mal, das ist der Waffenschmied. Gesperrt. In. Sogar schon die Kneipe zu hat. Wo kommt denn die Schweine? Oh, was war das? Was ist jetzt wieder angestellt? Jetzt regnet es auch noch. Da war eben so ein großes Viech irgendwie. Das Tor! Verteidigt das Tor! Renn doch mal zum Tor zurück. Ah, links. Da ist das Tor, Dennis. Rutsch.
Packung. Zwei Schaden gekriegt, Dennis. Platsch. Der Priester kann der dich nicht heilen. Zurück, 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 zurück. Problem gelöst. Dorf gerettet. Okay. Okay. Ich dachte, der... Dem Himmel sei Dank. Es geht euch gut. Vater Henry, was geschieht hier? Dank euch ist Darsow sicher. Vorerst. Ruht euch jetzt aus. Morgen machen wir Jagd auf die Bestie. Sandertag sagt, Herr Hortmeister, der hat mich angebrochen. Lord Hurricane, ihr seid wach. Wir haben die Spur des Monsters entdeckt. Folgt uns, sobald ihr bereit seid. Mal, jetzt haben wir die Türen hier nämlich auch. Gelaufen. Luke, schaut euch gerne um. Kauft mal einen Panzer, kannst du, aber wir haben keine Kohle. Ja. Also ich würde sagen, wir gehen nochmal rechts aus dem Tor und machen nochmal kleine Monster platt, weil die haben wir eben nicht platt gemacht und das fehlt uns jetzt die Kohle. Gucken wir mal. Ist das? Geneviève! Kaum mein Mann ist seit seiner Rückkehr von Cadianto Peak wahnsinnig geworden. Würdet ihr ihm bitte helfen? Aber klar doch. Oh, ich danke euch, mein Herr. Er ist im Haus, unter der Erde, gleich vorne raus. Ich wollte gerade sagen, kaum läuft da ein Mädel rum, springt der Dennis sie an. Kümmert euch um den besessenen Mann. Hübscher Hans. Hallo, Reisender. Wusstet ihr, dass ihr mit Hans dem Großen spricht? Wisst ihr, ich, Hans, bin angesehenes Mitglied einer gewissen Organisation. Die ist ziemlich geheim. Ich sehe, dass ihr beeindruckt seid. Trefft mich in der Torhan-Passage, wenn ihr meinem Ansehen nacheifern wollt. Ja. Wo auch immer die Torhan-Passage ist. Joel Diablos sagt, Hagen, Achtung, Dennis ist auf Schmusikurs. Ja, ich sag ja. Rechts weiter. Nochmal. Speichern. Ja, könnte. Kleinigkeiten kannst du natürlich auch machen. Hier wird irgendwie über die Musik gefachsimpelt. Ich verstehe noch nicht mal, was der Logical Leader sagt. Also ich kann es auch nicht in das Worte passen. OPL 2 oder OPL 3 oder sowas, weiß ich nicht. Könnte aber sein, klingt nach Rechteck und Dreieckwellenform mit ADSR-Hüllkurve. Kann man nicht auch mit den Wachen reden, fragt Sandertaglis. Nee, oder? Doch. Mein Lord, es ist gefährlich, alleine zu gehen. Er kommt halt mit. Komm mit, bisschen sie irre, mein Lord. Und nein, ich synchronisiere keine Mädels. Oh, Dennis! Du hast doch gesagt, wir sollen hier nochmal... Ja, aber sehr gut, du hast Kohle gekriegt. Oh, da wird... Achtung, die stehen auf. Wir haben da rumgefressen. Unten. Sehr gut. Münzen. Es ging da eben, ob es auch hoch, aber du kannst auch jetzt erstmal runtergehen. Ja, nur wie, ich komme ja nicht hoch. Also, doch, links ging's hoch. Ja, aber so weit hoch kann ich auch gar nicht springen. Doch, da, Doppelsprung. Die Doppelsprung. Zweimal hoch. Und jetzt nochmal. Geht nicht. Nee. Dann geht's doch nicht hoch. Ja. Muss ich gleich sagen. Aber da geht's. Nighthawk sagt, Hagen muss die Frauen synchronisieren. Ja, deswegen, da wollte ich nur kurz hinweisen, du musst schneller werden. Sonst schimpft der denn nicht mich wieder. Ja, dann machen wir so. Also ich hatte wenigstens die Hoffnung, dass die Monster dann auch weg sind, wenn du dann da durchmarschierst. So kann man sein Land ja gar nicht befreien. Ja, aber so kann man immer wieder neue Münzen sammeln. Ja, so ist Grinding-mäßig mehr, ne? So. Ja. Aber wir brauchen auf jeden Fall mindestens mal 100 Gold, damit wir den Panzer kaufen. Geh mal da runter. Ich will mal unten gucken. Das sind nämlich Stalag Insi. Guck mal, da ist so ein Hüpfi-Dings. Och, das ist ja süß. Was ist denn das? Keine Ahnung, aber es war ein Gegner. Es war aber niedlich. Ein niedlicher Gegner. Ja, es hatte sowas Häschen-mäßig. Ah, da. Das Schatzrunde ist immer wichtig. Oh, Dennis, Chaka. So kriegen wir 98. Och, Dennis. Och, ich kann so nicht arbeiten. Tobi sagt, die Grafik erinnert ihn an Shovel Knight. Ja, so ein bisschen.
Aber es ist halt so Retro-Style-mäßig. Da kannst du auch nicht hoch, oder? Da sind wir hoch. Da sind wir runtergekommen, genau. Und, das war knapp. Das so reizt. Ja, aber geh trotzdem nochmal rechts. Ich will nochmal rechts gucken, bitte. Kann ja nicht sein, dass wir immer nur die Hälfte machen. Willst du was machen? Mhm. Und die Augen sind echt niedlich. Die fliegen so ganz gemächlich. Ja, nämlich ein bisschen an Terraria oder so. Da gab es, glaube ich, auch so fliegende Augen. Da ist die Toranpassage. Von der war doch vorhin die Rede. War das da? Ich habe es gar nicht. Ich habe unten hingeguckt und habe gesagt, das ist ja ein doch, geiles... Doch, ein peripheres Sehen. Ja, habe ich nicht. Bin weder Multitasking noch... 143. Ja, saugut. Da oben ist doch was. Ja, ich komme da nur nicht hin. Ja, dann geh mal weiter rechts. Kann ich nicht. Kannst du nicht. Geht nicht weiter. Da musst du von links rumkommen oder so. Kannst du... Jawohl! Nee, ich glaube, das geht jetzt einfach noch. Nee, ja, kann sein. Dass wir noch nicht cool genug sind. Da hat er gesagt, er ist voll der Geheimfutzi. Und sagen, du lässt die Münze doch da nicht liegen. Nee. Wow. Zwei mit einem Streich. Also wenn das nicht eigentlich ein Achievement wert wäre. Ja. Zwei Monster auf einmal klatschen. So, jetzt haben wir auch wieder genügend XP zum Aufleveln. Ja. Guck mal, ist jetzt die Truhe unten nochmal da? Sorry für die blöde Frage, aber wenn die Monster spawnen... Mal gucken. Nee, die ist jetzt auf, aber macht den jetzt auf. Hätte ja sein können. Ja. Kaltin sagt, Achievements wäre noch eine coole Sache. Es gibt Steam Achievements. Aber es gibt, glaube ich, nicht so viele. Es gibt ja so manche Spiele, in denen wird man mit Achievements zugeschmissen. Ja. Das ist hier, glaube ich, nicht der Fall. Wobei ich muss so mich, also ich bin ja so der typische Singleplayer-Spieler der meisten Spiele, wenn ich nicht beim Dennis hocke und mit euch zusammen hier rumdaddel. Und ich finde es immer am blödesten, wenn die Achievements irgendwie sind, spiele ein Multiplayer-Spiel auf sehr schwer und gewinne. Ja, da denke ich jedes Mal, das motiviert mich überhaupt nicht, das zu tun, irgendwie, weil ich einfach nicht der Charakter dafür bin. Ich kann dir sagen, das hier ist kein Multiplayer-Spiel. Ach, hat es keinen Multiplayer-Modus? Also nicht, dass ich wüsste. Ich bin also nicht irgendwann deine kleine, wie hieß das bei Aphelia, diese Mini-Biene? Willfährige Drohne. Ja, genau. Genau so. Nighthawk sagt 30 Steam-Errungenschaften. Ja, cool. So, jetzt haben wir 1000 Gold. Nee, 1000 XP und 187 Gold. Wir könnten jetzt noch 13 Gold, dann können wir uns beide Upgrades kaufen. Welche beiden? Eins kurz, das nächste kostet 1500. Du willst erst die beiden günstigen. Wie das nächste? Das nächste Macht, also Macht 2 kostet 1500. Nein, die XP. Ich rede von Geld. Ach so, Geld. Ach so, ja, klar, kaufen wir uns beide. Ich war am Glotzen auf die XPs. Ich gebe es zu. Müssen wir noch ein bisschen grinden hier für... Ich wollte das volle XP-Package. So, kommt, die 6 müssen doch jetzt hier zusammenkommen. Also, das wird lang. Wo ich hier lieber hin möchte, ist, die Tussi hat doch gesagt, geh jetzt einfach nach unten. War ich ja nochmal? Ja, ich weiß noch nicht, wie mir das aufkriegt. Sollen wir ja gleich nochmal rumprobieren, oder? Hm. Jetzt kannst du ja nochmal aufwerten.